Ja, da sind wir wieder. Okay, guck mal, der Bär steht da noch nicht so ganz optimal. Den stelle ich mal da ein. Ich glaube, da steht er gut. Gut, oh, wir haben was. Gucken wir mal. Tetris, wie läuft's so? Du musst dir wirklich eine Zukunft dort auf der Farm aufbauen. Vergiss deine alte Mutter nicht, wenn du Millionär bist, ja? Liebe Mom, PS, enjoy the cake. Pink Cake, sehr schön. Oh, richtig dicke. Oh, wir haben noch mehr Post. Gucken wir mal. Hallo, es ist Blackberry Season, oder nicht? Die Büsche sind voll von den Dingern. Ich habe ein paar verloren, aber ich habe ein, ich wollte ein paar sammeln, aber ich habe einen Kopf verloren. Kannst du mir helfen? Klar, machen wir. Ich weiß sogar, wo der ist. Genau. Wir. Genau, den Goldbar, den legen wir gleich nochmal hier rein. So. Und dann gucken wir mal. Können wir? Ja, wir können. Und Amaranth auch. Okay. So. Das können wir ernten und Cranberries können wir ernten. Da kommen auch mal ein paar mehr raus. Was eigentlich auch echt cool ist. So. Dann sollten wir gleich noch neu Amaranth anpflanzen, würde ich sagen. Oder sowas. Amaranth, Amaranth, Amaranth. Nee, warte mal, da nicht. Nee. Der hier? Ah, wir haben gar keinen Amaranth mehr. So. Und davon noch zwei. Okay, na gut, dann tun wir erstmal gießen. Genau, und Mani wollte auch noch Amaranth. Kann ich mich erinnern? Soll sie auch bekommen? Genau, wir können ja auch erst gießen und dann pflanzen. Das geht ja zum Glück alles. Ich habe übrigens keine Ahnung, was Amaranth ist. Es hört sich so, ich weiß nicht, es. Ich nehme an, das wird von der Farbe herrührender Name, Amaranth. Aber ich weiß nicht, ist so ein lilanes Heu oder sowas. Ganz komisches Zeug. Naja, wir werden sehen. So, und ich glaube, die Cranberries, die wir geerntet haben, die sind wieder wie die Blaubeeren im Sommer und geben gut Kohle. Okay, alles bewässert, wunderbar. Dann, ja, die Gießkanne füllen wir noch schnell nochmal auf. Und dann, oh, guckt mal, unser erster Baum. Ach genau, dann könnte ich eigentlich mal gucken, ob die Eichen ein bisschen was gegeben haben. So, warte mal, genau, Eier haben wir genug mittlerweile, 20 Stück. Das heißt, wir können wieder Mayonnaise machen. Okay, ach so, genau. Das Türchen hier wollte ich noch aufmachen. Ist heute schönes Wetter, da können wir so rauslassen. So. Und das verkaufen wir hiervon auch. Ich glaube, ne? Warte mal. Ja, Blackberry Basket
Kaustilite. One Bunch of Amarant, okay. Können wir die anderen verkaufen? Oder? Warte mal. Ich wollte mal eben Community Center. Fall Crops Bundle. Nee, okay. Eggplants brauchen wir. Korn brauchen wir. Korn. Habe ich Korn gepflanzt? Ja, ne? Schon. Genau, Pumpkins habe ich auch gepflanzt. Und Yam habe ich, glaube ich, auch gepflanzt. Ne? Ich hoffe ganz stark. Wenn nicht, dann muss es halt noch ein Jahr warten. Genau, aber das heißt, wir brauchen keine Cranberries und kein Amaranth. Das heißt, weg damit. Das kann weg, das kann weg. Und habe ich schon eingelagert, oder? Ja. So. Haben wir dann, können wir jetzt eigentlich mittlerweile einen Seedmaker, den Oilmaker können wir machen. Dafür brauchen wir ganz schön viel Zeug. Eine Loom brauchen wir noch nicht. Cheesemaker brauchen wir auch nicht. Okay. So, pass auf, dann machen wir erstmal, genau, wir gehen erstmal in die Stadt. Kaufen neue Amaranth Seeds. Am besten gleich ein paar mehr. So, hier nehmen wir noch ein bisschen was mit. Das können wir notfalls bei Pierre verkaufen, sollte unser Geld nicht reichen. Und ja. Genau, dann gehen wir Linus Korb holen. Was will er hier? Looking for a ripe bok choy. I would be happy if someone delivered one to me. Ich hab noch welche. Klar, machen wir. Bringen wir ihn. So, hallo Mani. Mani. Ah ja. So, genau. Sie freut sich darüber. Genau. Und wenn wir unsere Tiere gut behandeln, dann werden sie uns immer mögen. Gibt uns 500 G. Wunderbar. Damit können wir gleich wieder neue Amaranth-Dinger kaufen. So, wie viel brauchen wir denn davon? 20? Reicht das? Kann ich vielleicht noch... Naja, okay. 25. Komm. 30. Den Kuchen essen wir eh nicht. Der war viel zu schade. Oh Gott, das war ein Kuchen von unserer Mutter. Den hätten wir nicht verkaufen dürfen. So ein Mist. Naja, so ist es halt. Genau, Bok Choy können wir dann auch gleich bringen. Jetzt holen wir erstmal den Korb. Der ist nämlich hier auch ganz in der Nähe. Hätte ich eigentlich gerade schon mitnehmen können. Aber naja. So, nee, warte, hier lang. Genau. Und hier liegt der Korb. Tada. So, ein Berry Basket. Better return it to his owner. Machen wir dann auch gleich noch. Ja, können wir eigentlich gleich machen. Ne? Dann gehen wir jetzt mal zu dem Minen. Hallo, Demetrius. Ja, komm, wir reden nochmal mit ihm. Weil, wenn wir mit den Leuten reden... dann steckt da auch unser, ja, wie sehr sie uns halt mögen. So, Linus, bist nicht da, nicht hier zumindest, vielleicht oben bei der Quelle. Wahrscheinlich bin ich schon dreimal an ihm vorbeigerannt. Ja, hier ist er, wunderbar. Hallo Linus. Ja, sein... Ja, er freut sich darüber. Und ja, genau. Mehr passiert da nicht, aber nachbarschaftliche Hilfe und so, ne? So, genau. Clint ein Bok Choy bringen. Das war ja auch noch. Das machen wir jetzt auch noch eben. Mal gucken, vielleicht ist es mit unserer Spitzhacke schon fertig. Obwohl ich das eigentlich noch ernsthaft bezweifle irgendwie. So, gucken wir mal zu den Fledermäusen, ob da... die haben was. Eine... Zwei Orangen. Sehr geil, sehr geil. Können wir die einpflanzen? Nein. Schade. Na gut, aber macht ja nichts. So, müssen wir halt bei der nächsten Ernte Bok Choy wieder ein bisschen was
übrig lassen. Ja, siehst du, 20 hätten auch gereicht. Da hätten wir den Kuchen gar nicht verkaufen brauchen. Aber naja, da haben wir noch was fürs nächste Mal. Auch nicht verkehrt. So, das bleibt hier. Dann ein Bokchoy. Und ab zu Clint. Clint? Clint, ja. Warte mal. Ich wollte gerade mal gucken. Artisan Bundle. Ja, da können wir die Orangen reinlegen und dann haben wir das auch voll. Sehr geil. Dann nehme ich aber den Rest auch gleich noch mit. Was noch so ins Community Center muss. Halt. Hier. Die beiden. Okay, dann gehen wir jetzt zu Clint. Bokchoy. Ich nehme an, das ist Fenchel. Das sieht so aus wie Fenchel. So, einmal die Stadt. Da rein. So, hallo Clint. Hab da was für dich. Sehr schön. Er freut sich drüber. Wir kriegen was. Und, seine ganze Familie war Schmiede. Okay. und jetzt. Ich wette, du, also so, er hat das gesagt. Er ist der Schmied, sein Vater war Schmied, sein Opa war Schmied. Und jetzt fragt er uns, ich wette, du erinnerst nicht, was mein mein Urgroßvater war. Ich nehme an, er war Schmied. Wie hast du das gewusst? Das ist interessant. Okay, okay, er ist noch nicht fertig. Braucht noch ein bisschen, macht aber nichts. Dann gehen wir mal ins Community Center. Können den Tag ja auch so mal ein bisschen anders verbringen. Man muss ja nicht jeden Tag nur arbeiten, sondern man kann ja auch mal ein bisschen spazieren gehen und eben ein paar Dinge erledigen. So, hallo, Herr Bürgermeister. Some of the townsfolks are wary of strangers. You will have to win their trust before they open up to... Genau, manche der Bürger hier sind halt ein bisschen, ja, man muss halt erst warm werden mit den Leuten. Aber das schaffst du schon. So ungefähr hat er sich jetzt ausgedrückt. So, Community Center. Dann gehen wir erstmal da unten hin. Und für das hier, genau. Bundle complete. Sehr schön. Dafür kriegen wir 30 Fall Seeds. Ist doch schon mal was. Was haben wir noch? Exotic Foraging Bundle. Cave Carrot können wir besorgen. Die drei Dinger können wir besorgen. Und so einen Pilz finden wir bestimmt auch bei Zeiten irgendwann mal. Was haben wir noch? Winter, genau. Winter kriegen wir auch noch hin. So. Dann hier einmal Fall. So. Und einmal Artisan. Bundle complete. Was gibt das denn? Was kriegen wir dafür? Oh, ein Keck. Sehr geil. Jetzt können wir Bier machen. Animal Bundle. Große Eier. Backeier, Milch, große Milch, Wolle. Große Ziegenmilch. Ja. Quality Crops. Ach, da brauchen wir auch bloß noch. Müssen wir mal gucken, ob wir die Pumpkins zusammenkriegen. Oder ansonsten halt bis Frühling warten und die Parsnips kriegen wir auf jeden Fall zusammen. Okay, wir haben einen Keck. Sehr geil. Das ist ein Fass, ein Brauerfass. Ja, darin können wir halt Bier brauen und solche Sachen. Und deswegen habe ich auch die Hopfen zum Beispiel aufgehoben. Die schmeißen wir jetzt da rein. Und dann dauert es ein bisschen. Und dann kriegen wir da eben Bier raus. Sozusagen. Oder auch Herbst jetzt, wenn wir irgendwas reinwerfen. Dann kriegen wir Wein raus. Ich glaube, jetzt haben wir gerade Weinreben angesetzt. Ja. Ich weiß nicht, muss mal gucken. Wenn wir Honig reinschmeißen, könnten wir durchaus noch Dings rauskriegen. Ja? So, ich baue das mal hier hin. Genau. Und dann hole ich mir ein paar Hopfen.
Unsere Hühner sind schon wieder reingegangen. Sowas. Halt, nee. Die Orange würde ich eigentlich schon gern behalten, ne? Ist aber, glaube ich, eine Sommerfrucht. Warte mal, ich pack's mal zu den Fischen. So, die Orange. Dann haben wir hier Herbst noch. Da kommt das mit rein. Wir müssen noch das Foraging gut ein bisschen aufheben. So, und dann Sommerzeug mit einem Hopfen. Das kommt dann da oben rein. Und dafür kriegen wir, glaube ich, auch das Pale Ale. Das wir für Pam brauchen. Haben wir Honig schon aufgehoben? Bin gerade nicht so sicher. Ja, haben wir. Okay. So, dann können wir den verkaufen. Hier ist auch alles von Butter. Und gerade am Überlegen. Ja, gehen wir mal nach Süden durch und schauen mal, ob wir da unten noch vielleicht ein bisschen was foragen können. Vielleicht finden wir ja noch was. Obwohl es schon langsam echt dunkel wird. Sollen wir uns ein bisschen beeilen, dass wir hier nochmal einen Rundgang schaffen. Tada! Blackberries. Ja genau, wir können die Büsche schütteln, dann kommt da was raus. Ich habe echt gedacht, da muss ein Zeichen da sein dafür. Aber scheinbar nicht. Okay. Ein paar Mixed Seeds, auch nicht verkehrt. Genau, die Blackberries geben halt echt nicht viel, aber... Genau, die Bäume kann man auch mal ein bisschen schütteln. Da nicht vielleicht irgendwas runterfällt. Kann auch immer vorkommen. Darf man nicht unterschätzen. So, hier ist noch ein Busch. Ja gut, bei den Blackberries ist es echt so, da macht es die Menge. Okay. Hier wächst ein neues Bäumchen, da auch. Das sind die, die wir das letzte Mal gefällt haben. Hm? 9 Uhr abends. Haben wir noch ein paar. Das sind aber auch bemerkenswerte Büsche. Da wächst jede Jahreszeit ein anderes Gut, sag ich mal. So. Hier ist noch ein Busch. Hier ist noch jede Menge Büsche. So, und ich glaube, wenn man die verkauft, da kann man auch gut Foraging skillen, letztendlich. Das passt gut zusammen. Na gut, dann gehen wir jetzt wieder nach Hause. Und wie gesagt, ein bisschen was davon wollte ich aufheben. Den Pilz hebe ich auch mal auf. So einfach, dass wir ein bisschen was aus dem Herbst haben, weil manchmal kommen sie, unsere lieben Mitbürger, und wollen im Sommer Pilze. Dann ist gut, wenn man noch welche übrig hat. Aus dem letzten Herbst. Aber, gut. Ist auch nicht so schlimm, wenn man es nicht hat. So. Ich bin gerade am Überlegen. Naja. So, einmal für Herbst. So einen, den hier. Und genau, die kann man auch noch reinlegen. Das hier und warte mal, die Mix Seeds packe ich hier mit rein. Gut. Dann haben wir es für heute, würde ich sagen. So, können wir den Hund nochmal streicheln. Und gute Nacht. Na, oh ja, oh ja, oh ja. Leute, das ist Kohle, ey. Amaranth hat richtig gut Geld gebracht, ja. Und die Cranberries. Natürlich ein Riesenhaufen, ja. Dazu noch ein bisschen Honig. Coole Sache. Cool laufen. Die Blackberries? Oh, die haben doch schon ganz schön was gebracht, ja. Okay.